immer wieder und die ganze Zeit kommt in den Facebook-Gruppen auf. Ich habe XX,X Zins bekommen. Ist es gut? Ist es schlecht? Das war mein Angebot mit 1,XX Zins, 0,XX Zins. Ich habe 115% von 0,8 bekommen und ich habe bekommen 2,3% für 100% Finanzierung. Was ist denn nun so richtig und an was bemisst sich denn der Zins? Nun, die Frage ist eigentlich dieselbe wie, was kostet ein Auto? Ja, das ist, es hängt an vielen Faktoren und die schauen wir uns jetzt genau an, damit ihr nicht mit der Standardaussage, ja, das ist nicht richtig vergleichbar, abgespeist wird. Ja, es ist wirklich leider für den Laien nicht so einfach vergleichbar, aber ein paar Kriterien, an denen wir es einfach festmachen können, dass man so ein bisschen abschätzen kann, was ist denn jetzt mit dem Zins? Ist der jetzt eher hoch, eher niedrig, passt er jetzt ins Gemeingefüge oder nicht? Nummer 1, wir müssen uns die Beleihung anschauen. Hat jemand eine 60%, 80%, 90%, 100 oder 110% Beleihung? So, und da müssen wir uns jetzt anschauen, wie sind die Zinsunterschiede. Gehen wir mal einfach davon aus, ob das jetzt viel oder wenig ist. Wir nehmen mal als Benchmark für 200.000 Darlehensbetrag 1,5% Zins ein Angestellter mit einer 10-jährigen Zinsbindung und einer 100% Finanzierung. Nun, was ist dann die 110% Finanzierung? Daumenmäßig 0,3 mehr. Was ist dann die 90% Finanzierung? Daumenmäßig 0,3 weniger. Und 80% etwa daumenmäßig 0,5 weniger und 60% entsprechend nochmal weniger. So, das ist also der Beleihungsauslauf, der auf den Zins eine Auswirkung hat. Dann schauen wir uns als nächstes an, was hat für die Zinsbindung für einen Auslauf. Auch hier können wir davon ausgehen, daumenmäßig 0,3 für jeden Schritt. Im Moment weniger, weil die Zinsstrukturkurven stark abgeflacht sind, besonders in den Pfandbriefsätzen, in denen sich die Banken refinanzieren. Was Pfandbriefsätze sind, hier separates Video dazu. Das heißt, wir haben die 1,5 bei einer 100% Finanzierung jetzt wieder als Benchmark und jetzt haben wir eine 15-jährige Zinsbindung, dann sind wir zum Beispiel 0,2 mehr, bei 1,7 nochmal 0,2 mehr, dann haben wir eine 20-jährige und wenn wir auf 5 Jahre runter wollen, dann sind wir im Moment eher sogar noch 0,1 teurer. Früher waren wir 0,3 billiger, runter auf die 5-Jährige von der 10-Jährigen. So, dann schauen wir uns den Darlehensbetrag an. Jetzt haben wir gesagt, Angestellter 200.000 Euro. Nun, jetzt haben wir nur 100.000 Euro. Dann ziehen wir mal 0,1 bis 0,2, schlagen wir drauf. Das hatten wir als Rabatt schon eingerechnet. Sind wir unter 100.000, dann schlagen wir vielleicht sogar 0,2 bis 0,3 entsprechend drauf. Oder ziehen es ab 200.000, je nachdem, was wir halt als Benchmark sehen wollen. Ja. Sind wir dann über 400.000, wird es unter Umständen billiger oder teurer. Das macht dann nicht mehr so wahnsinnig viel aus. Auch die Million muss nicht billiger oder teurer sein, je nachdem. So, sind wir jetzt selbstständig, dann haben wir im Regelfall deutlich eingeschränktere Bankauswahl, teilweise Aufschläge von 0,3 bis 1%, manchmal aber auch keiner. Das hängt wieder stark an der Region davon ab. Gehen wir mal davon aus, wir sind selbstständig, haben wir einen Aufschlag von 0,3, dass wir mal irgendeinen Daumenwert haben. So, dann ist die Frage, finanzieren wir privat oder in der Gesellschaft? In der Gesellschaft schlagen wir wieder daumenmäßig 0,3 drauf gegenüber privat. Dann haben wir die nächste Frage, in welcher Region befinden wir uns? Das ist auch eine ganz große Frage, denn es gibt Regionen, da haben wir eine massiv hohe Bankendichte und großen Wettbewerb. Das ist zum Beispiel in der Kölner Region, da haben wir bundesweit mit die günstigsten Zinsen. Die sind teilweise um ja, 0,5 billiger als woanders in Deutschland oder wir sind irgendwo in Ostdeutschland auf dem Land. Da haben wir nachher nur noch drei, vier Banken, die überhaupt zur Auswahl stehen, plus die überregionalen Geschäftsbanken. Ja, da haben wir einen wesentlich höheren Zins, weil der Wettbewerb einfach nicht so da ist. Also die Entscheidung, wo befinden wir uns in Deutschland, ist schon wieder ganz erheblich für den Zins. Dann die nächste Frage, sind Zusatzsicherheiten eingebracht? Nun, dann gibt es das Thema Globalgrundschuld, weite Zweckerklärung, separates Video hierzu. Das heißt, teilweise ist überhaupt nicht bewusst, dass noch abgesichert wurde auf den kompletten bestehenden Bestand und dass es das eigentlich gar keine 100%-Kondition ist, sondern dass es das eigentlich eine 80 oder 60%-Kondition ist, vielleicht sogar noch teurer als marktüblich, denn es wurde tatsächlich auf den ganzen Bestand noch mit abgesichert und auf den ganzen dort schon entsprechend runtergetilgten Objekten mit abgesichert. Und dann ist es eben auch nicht mehr eins zu eins vergleichbar hier entsprechend.
Das sind die ganzen Faktoren und das sind jetzt nur beispielhafte entsprechende Faktoren, die alle einen Einfluss auf den Zins haben. Dazu kommen irgendwelche Sondertilgungsoptionen, Tilgungsaussetzungen. Der Ansatz von Modernisierung ist der zu 100%, zu 75%, zu 50%. Der Ansatz von Eigenleistung. Es gibt unglaublich viele Rädchen, an denen gedreht werden kann. Aber hier habt ihr mal die wichtigsten Rädchen gesehen, um abschätzen zu können, was ist denn jetzt da von dem Zins, was ist da jetzt richtig viel hoch. Niedrig, wie kann ich das bewerten? Nun, was bringt es jetzt, irgendwas zu schreiben in irgendwelchen Gruppen und Foren und seinen Zins zu teilen? Das bringt überhaupt nichts, denn der Zins ist morgen schon wieder ein anderer, der schwankt ständig hin und her. Die Bankauswahl, die Region, die Höhe des Darlehens, angestellt, selbstständig, Zinsbindung, Beleihungsauslauf, Globalgrundschulden, Weitezweckerklärung oder eben nicht. Alles sind Einflussfaktoren, die hier reinfallen. Bin ich zum Beispiel schon mit mehreren Objekten unterwegs, der Bestand ist größer, fallen einige Banken raus, die mich nicht mehr finanzieren. Am Anfang geht es leichter. Die ersten drei Objekte sind vielleicht auch günstiger bei manchen Banken als jedes Objekt, das danach kommt, wenn der Prüfaufwand höher wird. Alles sind Faktoren, die reinfließen in den Zins und zu erheblichen Diskrepanzen führen, weswegen man einfach nur ganz schwer sagen kann, ist hoch oder niedrig. Wir als Finanzierungsvermittler, wo wir einfach tausende Fälle die ganze Zeit auch bundesweit sehen, können natürlich so ein bisschen ein Gefühl sehen, aber auch das ist nur ein Gefühl. Am Ende müssen alle Daten eingegeben werden, muss man mal 10 Stunden investiert haben, das ganze Portfolio sich anzuschauen und zu schauen, geht es denn überhaupt bei der oder der Bank auf? Ganz viele Banken fallen eventuell auch raus. Sobald der Bestand größer wird, ist es nicht mehr so leicht vergleichbar. Hat jemand seine erste Finanzierung, ist angestellt und alles ist einfach und ich muss nichts berücksichtigen, dann kann ich vielleicht einen Daumen in den Wind strecken, mir 5 Zahlen geben lassen und einen Preis abgeben. Aber in dem Moment, wo der Bestand mal 7 Objekte und größer ist oder auch schon davor und ich überhaupt mal schauen muss, funktioniert es denn? Da ist Funktionieren häufig das Wichtigere als der Zins und der beste Zins, sondern es muss überhaupt funktionieren, es muss halbwegs schnell funktionieren. Es sollte strategisch die richtige Bank sein, mit der ich auch weitere Finanzierung machen muss. Das sind alles Themen, die übergeordnet wichtiger sind als der beste Zins. Und Vergleichbarkeit geht stark zurück, weil dann eben entsprechend überhaupt das Durchbringen des Falls mit einem hohen Blankoanteil im Zweifel, einem Verhältnis von Schulden im Portfolio und zum Einkommen, das nicht mehr zusammenpasst, das sind alles Faktoren, wo eine Vielzahl von den Banken eh abspringen und mir es gar nichts bringt, wenn ich irgendeine Schaufensterkondition habe, die nachher tatsächlich gar nicht funktioniert, weil erst einmal 70% der Banken rausfallen und nur noch eine geringe Anzahl übrig bleiben, die von Haus aus vielleicht sogar die teureren Banken sind, aber es bei den günstigen gar nicht mehr funktioniert, weil sie eben nur standardisiert arbeiten, den Eigennutzer eben im Blick haben oder den Kapitalanleger, der seine 1, 2, 3 Wohnungen hat und eben nicht einen größeren Bestand hat. Alles ganz viele Faktoren, die reinfließen und diese Vergleicherei ganz stark erschweren. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich, einen möglichst günstigen Zins rauszuholen. Und wenn also strategisch die sinnvolle Bank plus der niedrige Zins zusammengeht, dann wird die auch gewählt. Und da muss man das wägen, wir das genau ab, ob man jetzt eine teurere Bank nimmt. Klassischerweise geht es nach günstig sortiert, sofern die Bank irgendeinen Sinn für das weitere Portfoliowachstum eben ergibt und sofern auch die Chance, dass der Kredit dort durchgeht, eine entsprechende Wahrscheinlichkeit darstellt. Wenn wir von vornherein wissen, es funktioniert eh nicht aus unserer Erfahrung heraus, dann brauchen wir es auch gar nicht probieren. Wenn wir aber sagen, wir könnte funktionieren, Chance ist nicht so hoch, dann kommt es darauf an, ob genug Zeit ist. Dann müssen wir das mit dir abstimmen, dann können wir auch die günstige Bank durchprobieren, entsprechende Absage kassieren, zur nächsten Bank gehen. Oder wir gehen auf Nummer sicher mit einer Bank, wo wir wissen, das klappt eher, dafür ist sie vielleicht von Haus aus ein bisschen teurer. Das sind alles Faktoren, die mit reinfließen in einen Vergleich. Was ist denn jetzt der Zins? Ist es hoch, niedrig und so weiter? Für denjenigen, der wenig Bestand hat, 5 Zahlen, das ist klassischerweise die Postleitzahl, das ist Quadratmeter vom Objekt, das ist der Kaufpreis und das ist der Darlehensbetrag, sag ich mal, und dann vielleicht noch irgendeine weitere Zahl, die hier vielleicht gewünscht ist, Postleitzahl vom Objekt zum Beispiel noch oder ein Einkommen oder sowas. Und dann kann man schon mal grob abschätzen mit diesen paar Zahlen, die was im Vergleichsrechner reindonnern, wo liegen da die Zinsangebote, ist es günstig oder schlecht. Aber sobald der Bestand größer wird, erfassen wir den einmal komplett. Wenn du Kunde werden willst bei uns,
unter dem Video gibt es einen entsprechenden Link, da kannst du die Unterlagenliste anfordern, dann kannst du deinen kompletten Bestand bei uns hinterlegen und dann können wir dir auch auf Anhieb, je nachdem wie die Fallkonstellation ist und wie das Objekt ist, eventuell sofort einen Zins sagen, wenn du ein neues Objekt bringst oder sagen, in welcher Range könnte es sich bewegen, welche Finanzierungsmodelle sind möglich oder schon mal eine Indikation geben, in die Richtung kann es gehen oder auch sagen, ja, funktioniert überhaupt nicht, hier haben wir 10 Banken, wir müssen uns durchhangeln von Bank zu Bank, ob jetzt die erste anbeißt oder die 7. oder die 15. erst anbeißt, das sehen wir dann, das ist völlig unterschiedlich, je nach Konstellation, klassischerweise können wir schon eine gewisse Indikation geben, sagen, in der und der Richtung ist es unterwegs und dann ist es an dir zu sagen, ja, will ich machen, will ich nicht mehr weiter verfolgen, bis da und dahin verfolgen wir es, dann brechen wir ab oder hier habe ich ein Hausbankangebot dagegen. Da müssen wir schauen, was funktioniert, wie funktioniert es, was ist realistisch und nicht realistisch und dann können wir entsprechend weitergehen.